Die Rechenmaschine Arith Morel nach einem Patent von 1842 von den Erfindern Timoleon Morel und Jean Jayer. Die automatisch multiplizierende Rechenmaschine Arith Morel ist eine Erfindung der beiden Franzosen Morel und Jayer. Auf der Weltausstellung in Paris 1849 wurde ihnen für die Maschine die Goldmedaille verliehen, was ihre herausragende Stellung unter den Rechenmaschinen unterstreicht. Ausschlaggebend waren für die Jury ihre Schnelligkeit und ihr kreativer Mechanismus, den es so noch nie in einer Rechenmaschine gegeben hatte. Anders als der Zweitplatzierte, Charles Xavier Thomas, schafften die Erfinder es nicht, die Rechenmaschine zu einem wirtschaftlichen Erfolg zu bringen. Im Fokus dieses Videos soll der Mechanismus und die Bedienung der Rechenmaschine stehen. Betrachten wir nun den Aufbau der Maschine anhand einer 3D-Animation. Im oberen Bereich der Frontseite befinden sich 8 Schubstangen, die zur Zahleneingabe dienen. Auf ihnen sind die Ziffern 0 bis 9 aufgetragen, die die eingestellte Zahl anzeigen. Unter dem Eingabewerk befindet sich das halbkreisförmige Ergebniswerk, bestehend aus 8 Anzeigefenstern, die die Sicht auf darunterliegende Messingscheiben einschränken. Dadurch wird pro Stelle nur eine Ziffer der aufgetragenen Dezimalskala angezeigt. In der Mitte des Ergebniswerks befindet sich der Löschhebel, der durch eine Drehung im Uhrzeigersinn um 20 Grad das Ergebnis- und Umdrehungszählwerk löscht. Das Umdrehungszählwerk befindet sich direkt unter dem Ergebniswerk und zählt bei additiver Eingabe gegen den Uhrzeigersinn und bei subtraktiver Eingabe mit dem Uhrzeigersinn hoch. Dazu befindet sich auf den Emaillenscheiben jeweils eine Zahlenskala auf der linken und eine auf der rechten Hälfte. Zugehörig zum Umdrehungszählwerk befinden sich 4 Flügelschrauben am unteren Ende der Maschine. Diese dienen als Antriebsmechanismus. Mit der rechten Flügelschraube überträgt man den einfachen und mit den übrigen Flügelschrauben den 10-, 100- und 1000-fachen Wert. Dreht man eine der Flügelschrauben, bewegt sich in der rechten oberen Ecke ein Anzeigestift, der angibt, ob die Maschine fertig gerechnet hat. Da die Maschine besonders für Multiplikationen geeignet ist, wollen wir ihre Bedienung anhand der Rechnung 124 mal 13 erklären. Zunächst wird die Zahl 124 im Eingabewerk eingestellt. Dazu zieht man die Schubstangen heraus, bis am oberen sichtbaren Bereich der 1er, 10er und 100er Stelle die gewünschte Zahl zu sehen ist. Im Eingabewerk steht nun der Multiplikant und wir können mit Hilfe der Flügelschrauben den Multiplikator eingeben. Dazu drehen wir die erste Flügelschraube um 3/5 einer vollen Umdrehung und kontrollieren am Umdrehungszählwerk unsere Eingabe. Nach der 1er Stelle des Multiplikators wird die 10er Stelle durch die zweite Flügelschraube eingegeben. Multiplikant und Multiplikator können nun im Eingabewerk bzw. im Umdrehungszählwerk abgelesen werden. Das Ergebnis dieser Multiplikation ist im Ergebniswerk zu sehen. Bevor wir die Mechanik der Arith Morel genau betrachten, nullen wir die Maschine. Werfen wir nun einen Blick ins Innere der Maschine und schauen uns die Zahleneingabe genauer an. Dabei blenden wir einige Bauteile aus und konzentrieren uns zunächst auf die Bauteile, die wir zur Zahleneingabe benötigen. Die Schubstangen werden hinter der Frontplatte durch eine Raste fixiert, die durch eine Blattfeder gegen die Schubstangen gedrückt wird. In Verlängerung der Schubstangen werden Übernahmezahnräder gegen 4 Staffelwalzen verschoben und so eine Zahl aus dem Eingabewerk mechanisch gespeichert. Stellen wir die 124 erneut ein, wird dies gut sichtbar. An der ersten Staffelwalze wird der einfache Wert gespeichert.
Daher bewegt die erste Schubstange das Übernahmezahnrad der Einerstelle. An der zweiten Staffelwalze wird der zehnfache Wert gespeichert. Dort bewegt die gleiche Schubstange das Übernahmezahnrad der Zehnerstelle. Im Video sieht man, wie das Prinzip bei der dritten und vierten Staffelwalze fortgeführt wird. Werfen wir nun einen Blick ins Innere der Maschine und schauen uns die Zahleneingabe genauer an. Die Staffelwalze ist auf der Hälfte ihres Umfangs dicker, was ein Verdrehen der Übernahmezahnräder verhindert, wenn diese nicht durch andere Sicherungsmechanismen fixiert sind. Dadurch werden Vertiefungen zwischen den Rippen notwendig. Außerdem wurde die Rippenanzahl verdoppelt, wodurch die Geschwindigkeit im Rechenwerk halbiert und das Überdrehen von Zahnrädern vermieden wird. Der Übergang von der letzten Vertiefung zum dickeren Bereich der Walze dreht das Übernahmezahnrad genauso weit wie eine Rippe. Daher wurde eine der beiden längsten Rippen eingespart. Als weiterer Unterschied zur Leibniz-Staffelwalze befindet sich auf der Grundfläche eine Steuerkurve. Diese führt einen Stift, der sich beim Drehen der Staffelwalze anhebt. Dies geschieht auf den vier Staffelwalzen parallel, da alle Stifte mit der gleichen Sicherungswelle fest verbunden sind. Dadurch wird sichergestellt, dass sich nur eine Walze bewegen lässt. Im Video sieht man, wie eine gleichzeitige Drehung zweier Walzen verhindert wird. Diese Sicherungswelle bewegt außerdem den Anzeigestift auf der Frontseite der Maschine, der bereits bei der Bedienung der Rippenmorell gezeigt wurde. Bevor wir uns die Mechanik des Rechenwerks genau anschauen, betrachten wir einen weiteren Sicherungsmechanismus. Die Übernahmezahnräder liegen auf einer Welle mit sogenannten Malteserscheiben. Diese Bauteile sind fest miteinander verbunden und drehen sich stets parallel. Die Malteserscheiben haben drei Aussparungen und können sich nur drehen, wenn sie durch die Steuerwalze freigegeben werden. Übertragen wir aus unserer Beispielrechnung die 124 erneut ins Rechenwerk, sieht man, wie der Sicherungsmechanismus arbeitet. Wenn sich die Übernahmezahnräder über dem dünneren Bereich der Staffelwalze befinden, werden sie durch die Malteserscheiben gesperrt. Als zentrales Element des Rechenwerks betrachten wir nun das Planetengetriebe. Morell und Jaillet waren die ersten, die dieses mechanische Bauteil in einer Rechenmaschine nutzten. Die von ihnen genutzte Bauform besteht aus drei Zahnrädern. Außen liegt das Hohlrad, eine topförmige Walze mit Innen- und Außenverzahnung. Im Inneren befindet sich das Zentralrad, das durch das Umlaufrad mit dem Hohlrad verbunden ist. Die Besonderheit dieses Mechanismus besteht darin, dass das Hohlrad sowohl durch Drehung des Zentralrads als auch durch die Drehung der Umlaufradaufhängung bewegt werden kann. Ergänzen wir nun schrittweise die weiteren Bauteile des Rechenwerks. Das Zentralrad sitzt auf einer Welle zusammen mit dem Übernahmezahnrad. Das Übersetzungsverhältnis wird am einfachsten ersichtlich, wenn wir die Zahl 1 eingeben. Die Drehwinkel der einzelnen Bauteile werden dazu farblich eingefasst. Außerdem wurden Hilfslinien zur Orientierung ergänzt. Das Übernahmezahnrad und das Zentralrad drehen sich um 120 Grad, während sich das Umlaufrad um 240 Grad bewegt. Ergänzen wir nun das Ergebniszahnrad, das das Rechenwerk mit dem Ergebniswerk verbindet, und wiederholen unsere Eingabe. Durch eine Drehung des Hohlrads um 60 Grad und des Ergebniszahnrads um 36 Grad erscheint schlussendlich die eingegebene 1 im Ergebniswerk. Schauen wir uns nun den Fall eines anfallenden Zehnerübertrags an. In der Rippenmorell gibt es zwei Arten von Zehnerüberträgen. Einen, der direkt durchgeführt wird, und einen, der zwischengespeichert wird. Schauen wir uns zunächst den direkten an. Dazu ziehen wir die ersten beiden Stellen auseinander, um ins Planetengetriebe hineinsehen zu können. Synchron mit der Ergebnisanzeige bewegt sich ein Schaltrad mit einem Schaltfinger.
Ähnlich wie ein Einzahn bei anderen Rechenmaschinen greift dieser in die nächste Stelle ein, wenn die Ergebnisanzeige zwischen 9 und 0 wechselt. Beim 10er-Übertrag greift der Schaltfinger in die markierte Nut eines zweiten Schaltrads. Die Malteserscheibe darunter verhindert auch hier ungewollte Drehungen. Kommt es zu einem 10er-Übertrag, wird das Nutenschaltrad der 10er-Stelle durch den Schaltfinger der 1er-Stelle um 40 Grad gedreht. Wiederholen wir diesen Vorgang und achten dabei auf die Umlaufradaufhängung des zweiten Planetengetriebes. Diese ist mit dem Newton-Schaltrad verbunden und dreht sich ebenfalls um 40 Grad. Um alle Bewegungen besser erkennen zu können, ergänzen wir die Sicht von oben. Der Vorteil, der sich durch die Verwendung eines Planetengetriebes ergibt, ist, dass Zahleneingabe und 10er-Übertrag gleichzeitig vom Rechenwerk verarbeitet werden können. Während dieses Vorgangs wird für kurze Zeit die Umdrehungsgeschwindigkeit des Hohlrads verdoppelt. Schauen wir uns nun den zwischengespeicherten 10er-Übertrag an. Dieser tritt bei einem Übertrag von Stelle 4 auf 5 auf. Dazu blicken wir auf die Rückseite der Planetengetriebe. Wie auch beim ersten 10er-Übertrag greift hier ein Schaltfinger in eine Nut. Anders als zuvor ist das Nutenschaltrad hier mit einem Tellerzahnrad mit 45 Zähnen verbunden. Bei einem ausgelösten 10er-Übertrag dreht dieses ein Ritzel um 180 Grad. Das Ritzel ist fest mit einer Exzenterscheibe verbunden, die eine Schiebemuffe auf einer Welle bewegt. Bevor wir auf die Schiebemuffe eingehen, betrachten wir diesen Vorgang genauer. Man sieht, wie die Rotationsbewegung des Schaltrads in eine Längsbewegung der Schiebemuffe umgewandelt wird. Die Schiebemuffe hat an einem Ende vier Schaltnocken, von denen sich die jeweils gegenüberliegenden auf gleicher Höhe befinden. Außerdem liegt sie auf gleicher Welle mit einer Malteserscheibe. Dass ein 10er-Übertrag gespeichert wurde, erkennt man an der Position der Schaltnocken. Ist eine Schaltnocke der Schiebemuffe im Abgreifradius der Schaltnocke auf der Steuerwalze, wurde ein 10er-Übertrag gespeichert und kann abgearbeitet werden. Zeitlich geschieht dies nach der Zahleneingabe. Schauen wir uns zum Abschluss noch einmal die Abarbeitung aus einer weiteren Perspektive an. Dabei ist nun auch das Stirnradgetriebe sichtbar, das die Bewegung an das Planetengetriebe der 5. Stelle weitergibt. Kommen wir nun zur Löschung. Gerhard Morell verwendet Kurbelzapfen, die hinter den Ergebnisanzeigen und den Zahnrädern des Umdrehungszellwerks sitzen und mit ihnen fest verbunden sind. Dabei ist die Welle unterbrochen und ein Teil bewegt sich versetzt um die Drehachse herum. Die Löschhebel, die sich durch die Drehung der Flügelschraube auf der Frontseite drehen, sind so geformt, dass sie die Kurbelzapfen in die Grundstellung zwingen. Da wir nun wissen, wie die einzelnen Bauteile gelöscht werden, betrachten wir das gesamte Löschwerk. Die Besonderheit der Arndt Morell ist, dass die Löschhebel nicht das komplette Rechenwerk nullen, sondern nur die Ergebnisanzeigen und die 10er-Übertragsschalträder. Dazu werden diese Teile vom restlichen Rechenwerk abgekoppelt. Ausgelöst wird dieser Vorgang durch eine Steuerkurve, die fest mit dem oberen Löschhebel verbunden ist. Führungsstifte liegen an der Steuerkurve an und wandeln die Rotationsbewegung der Löschhebel in eine Längsbewegung um. Der mit den Führungsstiften verbundene Kupplungsbogen wird so verschoben und die Kupplung geöffnet. Blenden wir erneut Bauteile aus, die nicht an der Bewegung beteiligt sind.
Das Öffnen und Schließen der Kupplung wird nun gut sichtbar. Wird das Ergebnis Zahnrad und damit das gesamte Rechenwerk von der Kupplungsscheibe getrennt, ist eine Löschung einfach möglich. Der Löschmechanismus macht noch einmal deutlich, welche kreativen Mechanismen die Jury von 1849 zur Verleihung der Goldmedaille bewogen haben.